Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Die letzte Folge haben wir hier beendet. Wie eigentlich immer in einer neuen Folge, naja, zumindest meistens. Manchmal kommen wir ja doch mal ein Stück weiter vorne raus. Und wir gucken mal, wir können hier runter, aber wir haben noch keinen Strom. Dafür müssen wir hier oben 70 Mula bezahlen. Haben wir 70 Mula? Ne, 50. Fehlen immer noch 37. Darf ich hier rein? Auch nicht. Den Mülleimer unten hatte ich gerade, ne? Den haben wir gerade geholt. Immer noch kein Strom drauf. Also zurzeit klappt es mit diesen ganzen Bezahlgeschichten irgendwie nicht so geil. Ich habe da oben gerade noch irgendwas gesehen. Sonst sind wir da eigentlich immer ganz gut durchgekommen und hatten auch genügend. Aber aktuell irgendwie nicht. Jetzt haben wir noch 46, damit passt es wieder. Na gut, das war relativ einfach. Und hier liegen sogar noch leere Flaschen und er hat schon wieder gepupst. Dann recyceln wir die auch gleich alle noch. Nein, nicht. Ich drücke immer die falsche Taste. Es ist halt doof belegt. Ne? Auf Shift ist Schleichen, auf Caps Lock ist Rennen. Irgendwie eine ganz, ganz ungewohnte Taste dafür. So, dann dürfen wir rein. Trotzdem komisch, dass da steht, bezahle 50 und drauf stand doch 70. Oder habe ich mich jetzt wirklich verlesen? Muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal angucken. So, wir brauchen wieder Strom, haben keinen. Das Ding geht erst hoch, wenn es Strom hat. Boah, das kann ja mal richtig eklig werden. Ach komm, ich bin überhaupt nicht angerammelt. Schnell weg hier. Also meiner Auffassung nach hat das super geklappt. Ja, jetzt geht das Ding auf, aber ich habe hier Slicks im Nacken. Ach, und da hinten noch Scharfschützen, natürlich. Ach so, es hat... Ne, doch, den einen hier hat's. Ah, wir haben Nebel bekommen. Na, dann ist ja alles gut. Kann ich den trotzdem charmen? Kann ich mit dem auf den da hinten schießen? Nee, ne? Klappt natürlich nicht. Dann lassen wir ihn halt explodieren. Wir haben dort noch einen Scharfschützen. Jetzt steht ein 0 drauf, oder? Ja. Also müssen wir bloß noch den explodieren lassen, dann sind wir zumindest die schon mal los. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie an den Scharfschützen vorbeikommen. Jetzt ist eigentlich egal, ob ich hier durchlaufe, oder? Ja, haben wir doch gut hingekriegt, würde ich sagen. So, dann machen wir hier nochmal Strom an. Und damit ging es hier unten auf. Hier kommen wir nicht weiter. Also müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder hier drüben lang. Ja, das war... Nee, war nicht knapp. Was ist mit diesen Teilen da hinten? Kommen die jetzt auf einmal vorgeschossen, wenn ich hier was drücke? Oder sind die nett zu mir? Gut, das hat das Ding aktiviert. Das war fast logisch. Wir haben wieder einen Hebel. Ach du Scheiße. Das ist ja eklig. Aber lief ganz gut. Mensch, bin ich gar nicht gewohnt von mir. Und geht jetzt damit das Ding ganz oben auf? Beziehungsweise haben wir Strom jetzt damit? Ja, es müsste sein. Also müssten wir wieder zurück dürfen. Oder sollte ich erstmal verfolgen, wo das Ding lang geht? Eigentlich nicht, oder? Nee, es fehlt noch. Wir haben ja noch eine rote Linie in der Mitte. Irgendwas fehlt noch. Die zwei Dinger sind an, aber hier drüben muss wohl noch irgendwas sein. Aber hier habe ich ja gedrückt. Na, ja, stell dich doch genau in den Scharfschützen rein. Ah, jetzt werden wir sterben, ich sehe das schon. Es lief zu gut gerade. Was macht denn das Ding? Muss ich schneller sein als das Ding? Muss ich... Ah, oh nein. Es hat mir irgendwie ganz schön Hektik gemacht. Ich glaube, wenn das Ding drüben ist, ist der Strom wieder weg. Wir hatten hier vorhin schon drauf gedrückt. Ich habe das aber nicht wahrgenommen, dass da irgendwas war. Ich denke zumindest, dass wir da drauf gedrückt haben. So, du gehst da... Ach komm, du warst doch gerade hinter dem Ding. Es lief zu gut. Ich wusste es. Wir sind hier so gut durchgekommen.
Am letzten Stück muss es immer scheitern. Wir könnten uns rein theoretisch bestimmt auch Nebel herstellen. Wäre vielleicht die einfachere Variante. Sag mal, was ist denn da los? Irgendwie gefühlt sind die jetzt zweimal, also fünfmal aggressiver, nicht zweimal. Irgendein Haar an der Nase hängen. So. Fand das mit dem Nebel eigentlich gar nicht so eine doofe Idee, ehrlich gesagt. So, wir müssen uns halt nur ein bisschen beeilen. Jetzt seht ihr das? Irgendwie müssen wir es anders machen. Ja, eigentlich schießen die ja nur, wenn ich in den ihren Laser reinkomme, aber ihr seht ja, ich kann hier wegrennen und die switchen auf einmal von rechts nach links innerhalb von einer halben Sekunde und schießen mich ab. Ich kann nur zwei herstellen, mehr wird es halt leider nicht. Wir müssen halt aber trotzdem noch schneller sein als das Ding. So, das Teil ist jetzt drüben. Wirf! Das Teil ist auch dort und jetzt kommt er trotzdem hinterher. Ne, jetzt geht's. Komischerweise. Schneller, schneller, schneller. Drück, drück, drück. Ne, das Ding da hinten hat gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Hä? Wofür war es dann da? Sollten wir uns dahinter verstecken? Hätte ich jetzt einfach nur die ganze Zeit hinter dem Ding herrollen müssen? Ah, das hätte natürlich sein können. Naja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, haben wir das jetzt erledigt hier? Strom läuft, sieht gut aus. Ich dachte, wir müssen schneller sein als das Ding, weil das dann vorne irgendwie die Leitung wieder kappt oder so. Normalerweise sind so eine Kreissägenblätter nicht unbedingt unser Freund im Spiel. Deswegen muss man erstmal drauf kommen, dass es in dem Fall dein Freund ist. Finde einen Weg auf Ebene 3, schalte die Maschine auf deinem Weg ein. So, Ebene 3 nach rechts, nach oben waren wir Ebene 1, Kraftwerk ist nach unten und Sperrzone auch nach rechts. Wir können jetzt hier dran ziehen und irgendwo hinfahren. Müssen wir sehr wahrscheinlich auch, weil wir Strom brauchen. Okay, wir sollen ja auf Ebene 3, also nach rechts, das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal zum Kraftwerk runter, um hier Strom nach oben zu befördern. Und angekommen. So, es geht wieder rechts und links. Von hier drin kommt der Strom. Hier liegt noch ein Gelee. Dann haben wir denn schon wieder zwei Mudokons verloren. Das letzte Folge gewesen sein, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir haben nichts zum Recyceln. Kaufpreis 2, Gebräuflasche. Nee, also ich glaube, ich war auch doof, dass ich die immer gekauft habe in letzter Zeit. 3 für 1. Ein Gummiband. Was haben wir hier? Nein, du sollst das kaputt machen, bitte. Alles leere Flaschen. Damit haben wir wohl schon den ersten Strom, okay. Sollen wir die recyceln? Aber wir brauchen die leeren Flaschen auch doch für irgendwas, oder? Brauchten wir die nicht für Nebelschleier? Nee, das war Gebräuflasche. Na gut, wir recyceln die mal. Nehmen wir ein bisschen was mit. Zwei Stück davon und Gummibänder. Da können wir uns die Flummi-Dinger bauen. Aber wir würden auch die Steinbonbons reichen. Und wir brauchen ja eh einen Steinbonbon, um die Flummi-Bonbons zu bauen. Also macht das keinen Sinn. So, ich würde mir aber einfach mal... Okay, wir können uns auch nur einen Dings bauen. Ach du Scheiße, ich sehe schon, ich sterbe gleich. Aber es ging. Ein Geheimareal. Ist natürlich gesperrt. Weil uns immer noch dieses Silberdreieck fehlt. Ja, das finde ich echt doof. Das fehlt uns ja schon seit keine Ahnung wie vielen Folgen. Dass das Spiel da nicht irgendwie nochmal eine Möglichkeit gibt, wenn man das einmal übersehen hat, dass man es nochmal finden kann oder zumindest einen kleinen Hinweis. Vielleicht übersehe ich es auch einfach die ganze Zeit, aber ich wüsste nicht, wo wir das hätten finden sollen. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr traurig. Und drei Klebebänder. Ach, natürlich, direkt gesehen. Ach, wie fies. Können wir jetzt chanten? Ach, die Dinger machen jetzt auch sowas. Das ist ja nett.
Na gut, dann müssen wir mal ganz kurz warten. Das war echt fies, man hat das Ding nicht gesehen, weil das genau hier im Nebel war. In dem Moment, wo ich reinlaufe, kommt's hinaus. Und entdeckt uns so. Es ist wieder ruhig. Allerdings habe ich gar keine Ahnung, wo der andere Slick jetzt hin ist. Ja gut, da musste ich jetzt aber rennen, ne? Mit Schleichen wäre es halt auch Mist geworden. Darf ich hier? Ich darf nirgendwo chanten. Weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal alle mitkommen solltet. Könnte auch sein, dass es euer Tod wird. Ich würde mir nicht so vertrauen, ne? Der eine stirbt bestimmt. Nee. Hat's überlebt. Dann mal bitte ducken. Ach du Scheiße. Nicht nach unten gucken. Ganz schnell weg. Nein, nein, nein. Ja, ich sag doch, es ist euer Untergang, wenn ihr mit mir mitgeht. Warum darf ich nicht chanten? Was ist es denn, was mich hier schockt? Wir haben auch absolut gar nichts. Keine Flummi-Bonbons, kein Fitzi-Boom. Wir haben halt einfach gar nichts, um irgendwas zu machen. So, wir hätten natürlich warten können, bis beide runter sind, so wie jetzt. Jetzt kommen die aber beide wieder hoch. Komm schnell mit. Geh auf. Also als Mudokun-Retter werde ich definitiv nicht. Was denn jetzt? Oh, nicht aufhängen. Arbeitsrat. Ja, als Mudokun-Retter werde ich definitiv nicht in die Geschichte eingehen. Was hat's jetzt gebracht? Drückt halten, um das Rad zu drehen. Bleibt dann einfach dieses Ding links drin, oder was? Und das jetzt seltener raus? Hä? Alles klar. Weiß ich doch direkt, warum ich gestorben bin. Geh auf, geh auf, geh auf. Ach komm schon. Hätte ich noch irgendwas drücken müssen? Kacke. Wir sind gleich tot. Ey, guck mal, wir können ausweichen. Wir überleben für immer. Na, oder auch nicht. Scheiße, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu drücken? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wir müssen am besten schleichen, dass die unten bleiben. Aber warum ich jetzt gerade eben gestorben bin, das muss mir wirklich mal jemand erklären. Und hier oben gibt es noch irgendwas Geheimes. Ja, jetzt haben die das wieder gehört und jetzt werden die ganzen Mudokuns wieder gefesselt. Ja, was willst du da machen, ne? Ich hätte ihn jetzt, gut, ich hätte ihn einzeln Bescheid geben können, dass sie warten sollen, dann ist das nicht so laut. So. Na, der ist jetzt immer noch hier oben, ne? Ja, da hinten steht er rum. Wir müssen ihn irgendwie runterlocken. Ansonsten wird das nichts. Steht der eine aber auch richtig ungünstig da unten. Ach Mist, damit haben wir uns gerade ein bisschen was verbaut. Hey, let's go! Hey, let's get you out of here. Alright then. Let's leave this place. Come on. Bleibt der jetzt für immer da hinten stehen? Ach ja, was machen wir denn? Irgendwie müssen wir die aufmerksam... So, jetzt aber. So, jetzt. Hier, wir rennen hier unten rum. Kommt beide runter, ganz schnell. Ja, sieht gut aus. Kommt hoch, Mudos. So, jetzt schön schleichen. Und dann müssten wir eigentlich unsere Ruhe haben. Warum die jetzt aufstehen... Obwohl dieser Laser dort ist, obwohl ich noch schleiche. Keine Ahnung. Der Tod gerade eben war auch schon wieder extrem merkwürdig. So, ich hatte vergessen, den Schalter hier zu drücken. Ich glaube, das war mein Fehler. Ja. Ah, den einen erwischt's immer. So, wenn ich jetzt hier dran drehe, ja, es ist ja schon voll. Dann hatte ich das jetzt eigentlich so verstanden, dass das Ding hier ein bisschen länger unten bleibt, richtig? Also hinten bleibt, eingedrückt bleibt, wie auch immer. Sieht gut aus. So, ihr alle hier rein. Warum zählt's unten nicht? Und keine grünen Mudokuns bekommen. Na danke, gebe ich mir einmal Mühe.
Und dem Spiel ist das... Dem Spiel ist das scheißegal. Ach ja. Zum Glück war gleich ein Checkpoint davor. Ich darf natürlich nicht, also das heißt, ich brauche einen Nebelschleier. Wir haben auch noch einen. Hätten vielleicht ein kleines Stück... Na gut, hat funktioniert. So, wir sind raus. Strom läuft. Geht hier oben lang. Was müssen wir denn noch machen? Jetzt haben wir hier... Kommt jetzt ein Aufzug oder was passiert? Kommt hier was? Ah, von oben kommt's. Und damit geht's wieder hoch. Und wir kommen jetzt wahrscheinlich in Ebene 3 hinein. Das sieht gut aus. Ach, so muss man das machen. Oh, was haben wir jetzt schon Schönes hier? Automatische Feuerlöscher. Flammenwerfer, nicht Feuerlöscher. Feuerlöscher, wenn du. Okay, kostenlos für alle Arbeiter. Dann gib mir bitte ein. Aus wie eine Pistole, was er in der Hand hat. So. Dann machen wir hier mal aus. Das Ding wechselt anscheinend die ganze Zeit zwischen hinten und vorne. Was denn jetzt? Der muss erstmal aufladen. Ich sehe schon, es wechselt gleich und wir sterben alle. Komm schon. Schnell. Gut, hat uns zum Glück genügend Zeit gelassen, das Spiel. Ist hier überall wieder so ein Schloss dran? Natürlich. Klebeband und Waschmittel. Nehmen wir mit. Komm mit mir jetzt. So, die müssen drauf stehen bleiben. Zumindest einer. Dann gibt's hier was? Dann gibt's hier Nebel. Jetzt ist das Ding unten. Ist ja irgendwie auch schlecht. Hä? Wenn ich jetzt hier wieder... Geht das auf? Aber das zu. Wenn der runter geht, verschwindet nur der Nebel. Aber wir brauchen doch gar keinen Nebel hier. Macht irgendwie keinen Sinn. Fragt mich nicht, was hier los war. So. Ich dachte, es hat was mit den Dingern da zu tun, die hoch und runter fahren, aber war eigentlich nur für den Nebel zuständig. Was haben wir hier Schönes? Da unten TNT sollte ich vielleicht nicht unbedingt erwischen. Sonst sieht es schlecht aus für die Arbeiter hier. Ihr kommt mal mit. Wir springen einmal. Ach du Scheiße. Komm mit, komm mit, komm mit. Kommt schnell runter, kommt runter, kommt runter. Und wir müssen unbedingt hier rüber. Schnell. Kommt, Mudos. Kommt, 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 kommt. Es explodiert gleich. Blau. Die sind voll reingelaufen. Habt ihr das gesehen? Die Hälfte von denen unten ist einfach mal nach rechts. Jetzt haben wir drei vier Mudokons gerettet. Warum? Ich glaube wirklich, die sind suizidgeil oder was auch immer. Ich laufe hier rüber und die rennen genau zum TNT. Ach, Spiel. Keine Ahnung, also derjenige, der es schafft, das Spiel mit allen Mudokons durchzuspielen, dem erweise ich meinen größten Respekt. Das ist wohl eins der härtesten Aufgaben, die man sich im Leben stellen kann. So, dann weg mit euch. Wir hätten natürlich auch gleich rechts rennen können. Das Spiel hat wahrscheinlich gedacht, wir rennen nicht nach links weg, sondern wir rennen hier nach rechts weg. Und deswegen sind die Mudokons, die wollen auch nicht gerettet werden. Ach, ihr seid schon ein paar Biester, ey. Würdet ihr jetzt vielleicht... Jetzt ist mein Chanting weg. Würdet ihr vielleicht... Dankeschön, das ist ja nett von euch. Wir haben wieder einen Checkpoint. Scheiße, soll ich das schaffen? Ja, haben wir hingekriegt. Kraftwerk 2B, Ebene 3, Sperrzone. Wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder ins Kraftwerk, genau, damit wir hier wieder eine Etage runterkommen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Die lief ja eigentlich ganz gut. Wie immer, sehr, sehr viele Mudokons getötet. Wir haben auch keine gut geschrieben bekommen, die wir gerettet haben. Vielleicht, keine Ahnung,
Gar kein vielleicht, ich weiß es nicht. Morgen 12 Uhr geht's weiter, bis dahin. Macht's gut.